Hallo, ich bin Ulrich. Heute haben wir den 5. Dezember und es geht um den Konrad IoT Adventskalender und heute ist der Tag 16 dran. Bevor wir da rangehen, gibt es aber erstmal ein Stück Schokolade. So, Tag. Oh, Tag 15, der erste, Tag 16, der letzte. Jo, schön. So, öffnen wir. Was ist das? Ein Horn soll das sein. Da habe ich gerade aber auch ein bisschen überlegt. Nun ja, Mahlzeit. Tag 16 ist eine verhältnismäßig große Tür. Ich bin mal gespannt. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich gucke mittlerweile auch nicht mehr rein. Es steht ja in den Beschreibungen drin, was da drin ist. Ja, das ist ein Kabel, das hatten wir schon mal. Letztes Mal war es, glaube ich, braun, jetzt ist es gelb. Hurra. Tag 16 heißt Gipokontrol. Das Kalenderbauteil des heutigen Tages ist ein weiteres Kabel. Dieses ermöglicht es, die LEDs bereits abseits des Boards zu legen. Sie können das Board nun beiseite in ein Gehäuse einbauen und die LED nach außen legen. Ja, ich habe zwei Kabel und ich habe hier wenigstens sechs Füße. Darf man eigentlich einen Adventskalender mit 10 Türchen bauen? In diesem Sinne fangen wir jetzt auch erstmal an zu basteln. Und dazu hole ich euch auf den Screenrecorder und dann schauen wir mal weiter. Bis gleich. So. Da sind wir wieder, wie versprochen, mit Screenrecorder. Da bin ich wieder mit Screenrecorder. So, da ist die Platine. Ich bin heute etwas indisponiert, stelle ich gerade fest. Durcheinander auch. Also, da müssen zwei LEDs drauf. Das eine ist hier die mit den vier Füßen, die RGB-LED. Und dann muss da nochmal eine normale LED rein, was die dann auch immer als normale LED bezeichnen bei Konrad. Ich hoffe mal, dass ich beide richtig rum eingebaut habe. Es geht wieder das alte Lied, was ich irgendwie nicht müde werde zu beschreiben. Also dieses Überkopfarbeiten, Leute, das ist nicht meins, stelle ich immer wieder fest. So, also. Die RGB-LED sitzt in der gleichen und die normale LED ist hier drüber gebrückt. Warum man die eine jetzt nicht einfach eins nach hinten setzt und die andere einen nach vorne, damit die Drähte sich nicht in die Quere kommen und sich hier mit Isolierungen und so weiter. Das wird wohl ein Geheimnis bleiben, wenn die sich nicht mal da melden, was der ganze Unfug soll. Ich habe mich ja gestern genug über die nicht vorhandene Brücke, nicht steckbare Brücke aufgeregt. Also es ist. Ja, ich hatte ja gestern schon gesagt, oder beim gestern, nicht beim letzten Experiment schon gesagt, dass mir allmählich die Superlative ausgehen für so einen Unfug. Also ich habe die jetzt einfach in zwei unterschiedliche Reihen gesetzt und das wird der ganzen Sache keinen Abbruch tun. Gut, was mir auffiel, ist natürlich, wir stecken die LEDs direkt an das Board und eine LED ist ja kein ohmscher Widerstand. Haben wir in der Schule mal gelernt, ne? Die Antwort gibt es hier in diesen Dings und zwar haben die Ports einen Widerstand von 30 Ohm. Da sowohl der eingehende Man sieht meine Gestik nicht. Der eingehende Port 30 Ohm hat, wie auch der rausgehende Port 30 Ohm. Da war irgendwas, aber für uns reicht es ja jetzt erstmal, das Experiment einfach nachzubauen. Das ganze Ding ist ja nicht auf Verständlichkeit gepolt so, oder ausgelegt, sondern einfach auf Vormachen, Nachmachen gemacht und man kriegt ja eine Schaltung vorgegeben, die man nachbauen muss. Gut, das geht dann hier schon relativ weit, dass die einem dann erklären, dass da Mini-Widerstände eingebaut sind. Mal wieder an, per USB. Dann lade ich in der Regel als nächstes die Arduino-Software hoch. Datei öffnen, der Schnitt. Jetzt brauche ich beide Hände, um die Schnittstelle anzumelden. Jetzt müsste ich eigentlich das Programm hochladen können.
Zack, da war was und den seriellen Monitor muss ich aufmachen können. Jetzt müssten wir eigentlich trotz alledem eine IP mitgeteilt bekommen. Da ist sie, 108 immer noch. Gut, jetzt mache ich den Browser auf. Dazu gibt es wahrscheinlich wieder einen kleinen Schnitt. Da bin ich wieder und jetzt gehen wir weiter. Ich habe jetzt noch keine Vorstellung. Das ist eines der wenigen Experimente, die ich jetzt nicht vorbereitet habe. D2. Da leuchtet die normale Diode. Jetzt stelle ich mal auf D3 um. Leuchtet rot. Auf D4. Da leuchtet irgendwie gar nichts. Auf D5 grün. Auf D6 blau. Auf D7, da leuchtet wieder gar nichts. So, was passiert denn jetzt blau, wenn ich D6 alleine leuchten lasse? Passiert nichts. D6 mit D7. Da geht sie aus. So, wirklich verstanden habe ich jetzt noch nicht das mit D4 und D7, wenn ich das richtig weiß. D4 und D7 sind jeweils die Rückleitungen. Warum das Ganze jetzt ausgeht, wenn ich, ja, man soll mit diesen Häkchen experimentieren und High und Low durchchecken und. In diesem Sinne, morgen kommt Tag 17, Infrarotmodul. Das könnte mal wieder was Spannendes werden. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Experiment.